Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich ein kleines Schminky-Pinky-Flinky, denn ich habe noch ein paar neue Produkte von Catrice, die ich in meinem Full-Face-Neuheiten-Catrice-Produkte noch nicht ausprobiert habe. Dann habe ich bei Douglas die Marke 123 entdeckt, die ich gerne mit euch einmal komplett testen möchte in meinem Gesicht. Und ich habe von bei Beauty Bay die neue Palette Love Notes mir bestellt. Und ja, wenn du Bock drauf hast, mit mir so ein bisschen in meinem Gesicht rumzumalen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich starte mit dem Catrice Clean ID Vitamin C Fresh Glow Primer und ja, da bin ich mal gespannt drauf. Der ist jetzt eigentlich in den anderen Videos, die ich gesehen habe, ganz gut weggekommen, während der The Hydrator, den ich ja ausgetestet habe, ein bisschen versagt hat. Der ist peachfarben, sieht ganz interessant aus. Ich trage den auch jetzt einfach mal auf beide Gesichtshälften auf, ne? Mutig, wie ich bin, denn letztes Mal hat es ja nicht so ganz so gut funktioniert. Aber mal gucken, ob es jetzt besser ist. Ja, der erste Eindruck ist okay. Es könnte krümeln. Wir müssen mal schauen. Ich habe ein bisschen Angst gerade, so ein bisschen. Aber mal gucken. Denn jetzt verwende ich das erste Produkt von 123. Auch das ist ja ein neues Produkt für mich. Like a Second Skin Hyaluronic Low BB Fluid. Ich habe das in der hellsten Farbe mitgenommen. Die Farbrange dort war echt nicht gut. Ich glaube, es gab drei Farben. Und ja, preislich liegen die aber ganz okay. Also ich würde sagen, im höheren Drogeriesegment. Und ich glaube, ich werde heute etwas dunkler. Hoffentlich ist die Farbe tatsächlich nicht ganz so dunkel. Das wäre nicht gut für mich, ne? Wir haben hier einen Pumper. Ja, das soll Feuchtigkeit geben, den Hautgedönsen optimieren und eine natürliche Deckkraft haben. Ja, mal schauen. Also hier haben wir auf jeden Fall... Oh mein Gott, es ist wirklich einfach mega dunkel, ne? Mhm. Die Konsistenz ist auch, ja, okay, ne? Wie eine Foundation halt. Jetzt nehme ich mir ein IT Cosmetics Herzpinsel und trage das hier mal auf. Ja, ist definitiv zu dunkel für mich, aber es war die hellste Farbe, die es da gab. Hier haben wir wirklich eine BB-Cream, also ein Beauty-Balm, ein ganz leicht deckendes Gedönsen, denn ich sehe noch alles durch. Ich sehe meine Muttermale durch, ich sehe Rötungen durch, also im Prinzip, ne, seht ihr hier den, die BB-Cream aufgetragen und hier halt ohne, ganz, ganz leichtes Ergebnis, ja. Diesen Glow muss man mögen, ne? Gerade wenn man Glow Primer und diese Moisturizing BB Cream zusammen verwendet, dass man halt glänzt wie eine Speckschwarte. Ich finde es jetzt eigentlich gar nicht so verkehrt, werde es aber definitiv gleich noch abpudern müssen. Ich habe jetzt so gar nicht das Bedürfnis, das mit einem Schwämmchen einzuarbeiten, deswegen lasse ich das jetzt einfach so, wie es ist und widme mich dem Concealer. Auch hier habe ich die hellste Farbe gewählt, Never Tired of You, niemals müde von dir, okay. Hyaluronic Power Concealer, der soll halt dunkle Schatten abdecken, auch wieder hydratisieren und ist mit Hyaluronsäure und Vitamin E, das ist auch schon mal sehr positiv. Vitamin E ist das Schönheitsvitamin und Hyaluronsäure ist halt, ja, Hyaluronsäure, ne? Ist auch gut anti-aging-mäßig, 6 ml haben wir hier drin. Und der sieht schön hell aus. Also, ja, das heißt schön hell. Das wäre jetzt quasi gerade passend als Foundation für mich. Hat ein Füßchen-Applikator und dann gebe ich mir den einfach mal auf. Hier nehme ich aber jetzt ein Schwämmchen zum Einarbeiten. Ja, einfach, ne? Weil ich habe es eh eben angefeuchtet, dann will ich das auch verwenden. Oh, der ist von der Konsistenz sehr, sehr flüssig, aber das gefällt mir gerade sehr. Der hat aber überhaupt keine Lust, zusammen mit der Foundation funktionieren zu wollen, denn das krümelt. Oh, das ist schon etwas uncool, weil, oh mein Gott, ich weiß nicht, ob die Kamera das einfängt, ob man das sehen kann. Hier so, also irgendwie, ne, funktionieren diese Produkte nicht so unbedingt miteinander. Ich weiß jetzt nicht, ob das der Primer ist, ob das die Foundation ist, aber irgendwas will damit irgendwas anderem nicht wirklich funktionieren. Wow. Ich nehme jetzt mal einen anderen Concealer, da habe ich von NABLA den Regeneration Concealer. Also wenn ich jetzt hier auch mit dem Schwämmchen so über meine Nase blende und versuche dann auch den Concealer auszublenden oder mit meinem Finger da so ein bisschen reibe, die BB-Cream trägt sich gerade leider ab. Mist.
Also jetzt, wo gerade alles trocknet, also relativ trocknet, Primer und BB-Cream, ist alles gerade ein ganz merkwürdiges Gefühl in meinem Gesicht, als würde gleich alles runterfallen wollen. Aber gut, wir leben jetzt erstmal mit dem, wie es so ist. Wir machen jetzt weiter mit dem Bronzy Highlighting Balm. Sunkissed in a Second Bronzy Highlighting Balm creates a highlighting Sunkissed Glow Effect. Also das soll auch wieder ein Glow geben, aber irgendwie auch ein Highlighting-Effekt, aber gleichzeitig ein Bronzer. Ich bin da sehr, sehr gespannt drauf. 4 Gramm sind hier drin enthalten und das ist ein Pöttchen. Habe ich in der Farbe 02 Bronze mir bestellt. Oh, okay, da müssen wir mal gucken. Der wird dann auch wohl einen Glow mit drin haben. Werde ich jetzt aber einfach als Cream Bronzer verwenden. Ja, oh. Er schimmert definitiv. Also da muss ich gucken, wie ich das am besten aufgetragen bekomme. Ja, der Kraft ist ein bisschen da, ne? Ich versuche es jetzt einfach mal mit meinem Foundation-Pinsel von eben. Heißt, ich gehe da einfach mal rein und trage mir das so auf, wo ich normalerweise halt auch Bronzer auftragen würde. Sehr dezent, sehr fleckig, schmutzig und es wirkt schon sehr rötlich. Also man sieht es hier oben an der Stirn, glaube ich, gerade ganz gut. Ich finde, das sieht sehr schmutzig aus. Ich finde nicht, dass es gut aussieht. Ich weiß nicht. Ich gucke mir das mal nochmal aus der Nähe an, aber halt wegen dem Glow ist es sehr, sehr unruhig, ne? Und ich habe mir dadurch natürlich jetzt auch volle Elle die BB-Cream hin und her geschoben und irgendwie, ich weiß nicht, finde ich das schön? Weiß ich wirklich nicht. Muss ich mir gleich noch weiter angucken, wenn ich das auch abgepudert habe und so, aber so sehe ich einfach nur super glowy aus, ne? Also überzeugt mich jetzt im ersten Moment nicht unbedingt, könnte vielleicht eher als Creamy Eyeshadow durchgehen. Ich habe mir aber auch noch den Blush geholt. Cheeky Glow Cream Blush habe ich in der Farbe 01 Cheeky Coral. So sieht die Verpackung aus. Also das ist alles sehr einheitlich auch von der Verpackung gehalten, ne? Ja, gucken wir mal. Das ist in so einem Tüpchen drin. Ich glaube, das ist jetzt viel zu viel, aber hier habe ich mir einmal das Produkt auf den Handrücken aufgetragen. Denn sowas nehme ich gerne erst mit dem Pinsel auf. Dann hier so an der Seite, dass ich das auch ein bisschen dann in meine Hand einarbeite, dass ich nicht viel zu viel auf mein Gesicht gebe. Wird intensiv. Und dann kommt das auf meine Wangen. Wow, das hat mal Pigment. Alto Belly! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Ich sehe aus, Leute, ne? Als hätte ich zu lange unter dem Solarium gelegen. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich mich gerade schön fühle. Dann schauen wir uns mal den Creamy Highlighting Balm an. Habe ich hier in der Farbe Nummer 01. Auch hier haben wir 2,4 Gramm drin. Und das sieht doch sehr, sehr ähnlich aus wie der Bronzer. Und das erinnert mich tatsächlich auch ein bisschen an das von Alverde. Das habe ich ja auch schon mal leer gemacht letztes Jahr. Und dann trage ich mir das an die zu highlightenden Stellen auf. Habe ich gesagt, dass ich die 01 habe? Wow. Ja, das ist schon sehr hell, aber den mag ich. Den finde ich schön. Der ist nice. Doch, 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 doch. Der ist nicht so hautstrukturbetont, wie man das sonst auch gerne mal kennt, ne? Der ist sehr schön und der verblendet sich auch schön in den Blush rein. Den mag ich. Ich trage jetzt immer so ein bisschen mehr auf, weil ich ja nachher noch abpuder. Man kann sowas sicherlich auch über Puder auftragen, aber das mache ich halt nicht mit meiner trockenen Haut. Ich mache das andersrum. Ja, ne? Das ist ein schöner Highlighter, den mag ich gerne leiten. Das ist jetzt so das erste Produkt von der Marke, wo ich sage, das gefällt mir, das darf auf jeden Fall bleiben. Bei den anderen bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Da müssen wir schauen, wie sich das so im Gesamtkonzept gleich noch verhalten wird. Einen habe ich nämlich noch. In der Farbe 02 Naked Nude habe ich einen Lips to Kiss Moisture Boost Glossy Lip Balm. Den mache ich jetzt einfach mal so zwischenzeitlich drauf. 13 Milliliter sind hier drin. Weil das ist ein Lippenbalsam. Lippenbalsam gebe ich mir gerne auf, bevor ich jetzt gleich abpuder. Einfach so fürs Gefühl. Und der soll ja auch noch eine Farbe mit drin haben. So rum. Ist von der Farbe schön. Den mag ich gerne leiden. Ne? Das ist so ein Korall. Das ist so ein, ja, on-the-go-Gedöns, ne? Das kannst du dir auftragen, wenn man irgendwie unterwegs ist, dann einfach drüber machen. Fertig ist die Laube. Ist ein Lippenbalsam, fühlt sich ganz angenehm an und schön. Mag ich.
Ich habe jetzt eine Lidschattenbase aufgetragen. Da habe ich von Love die Perfect Etude Eyeshadow Base und den Eyeshadow Primer. Dieses Pat McGrath Labs in der Farbe Light Skin, bla bla bla, kann ich nicht mehr lesen. Puder habe ich unter den Augen verwendet. Man sieht, ich verwende es sehr viel. Das ist ein ordentliches Hit the Pan drin. Und für mein komplettes Gesicht habe ich von NYX dieses Translucent HD Finishing Powder verwendet. Auch da mega geiles Produkt. Genau, so schaut dann die Base abgepudert aus. Aus der Entfernung sieht es wundervoll aus, aber von nahem leider nicht. Also da sehe ich halt wirklich, wie sich hier in meinen Poren einiges verschoben hat, reingesetzt hat, wie auch immer. Mein Hautbild sieht sehr, sehr unruhig aus. Das seht ihr gleich, wenn ich den Lidschattenlook schminke. Also nicht so geil, ne? Also ich verwende jetzt einen Bronzer. Das war jetzt der NARS Laguna Bronzer, genau, weil mir das, was ich jetzt bislang drauf hatte, nicht ausgereicht hat. Genau. Oh Mann. Und auch vom Blush her ist mir das noch zu wenig, deswegen verwende ich den Belle Hypoallergenic Fresh Blush in der Farbe Nummer 02 Frozen Rose. Denn auch hier war mir der Blush irgendwie zu sehr verschwunden, dadurch, dass ich abgepudert habe. Ich habe jetzt nur eine dünne Schicht aufgegeben, ne? Sieht man auch kaum, aber man sieht es ein bisschen. So, jetzt kommen wir aber zu einem Produkt, was ich mir noch neu geholt habe, und zwar von Catrice, den Glow Lover Oil Infused Highlighter in der Farbe 010 Glowing Peony. Der ist gebacken und sieht eher weißlich aus. Ich weiß nicht, ob der auf der Haut überhaupt irgendwie rauskommt. Oh, könnte was werden. Ich trage den hier mal so on top auf. Relativ kühl, aber ich mag den. Doch, der ist schön. Der ist wirklich schön. Jetzt von der Entfernung auf jeden Fall. Für den Namen muss ich gleich wegen den Schimmerpigmenten gucken. Aber auf der Hand hatte ich jetzt eben nichts gesehen, was ihn verraten hätte, unschön zu sein. Nö, der gefällt mir. Der ist schön. Den mag ich leiden. Und so kühle Blush, nein, Highlighter habe ich auch eher weniger, ne? Weil ich die eigentlich auch nicht so gerne mag. Aber der gefällt mir. Dann habe ich jetzt noch hier ein neues Produkt, beziehungsweise nur eine neue Farbe. Und zwar ist Catrice mit dem Slimatic Ultra Precise Brow Pencil jetzt auch in der Farbe 015 Ash Blonde rausgekommen, was ich super finde, weil das dürfte ja, nein, meine Farbe sein. Und die Miene so, ciao, ich fall mal raus. Hey, why? Man sagt ja, dass dieser Stift sich ultra schnell aufbraucht, aber ich wollte jetzt nicht, dass er mir hier rausfliegt. Versuche den vorsichtig noch hier reinzudrücken, aber mir ist auch gerade ein kleines Stückchen abgebrochen. Da dumm. Nichtsdestotrotz versuche ich mir jetzt mal damit Augenbrauen zu basteln. Mist. Das ist mal ein richtig, richtig geiles, krasses Farbmatch bei mir. Ich feiere den gerade. Ja, ja, mega. Kommt sofort in mein tägliches Schmink-Kit-Gedönsen hier rein, weil der ist wirklich, wirklich gut. Also wenn ihr auch so blond seid wie ich, natürlich blond am, ne, funktioniert das, glaube ich, ganz gut. Ich denke auch, wenn man gefärbt ist, wird das auch gut funktionieren. Weil das so natürlich aussieht, mag ich richtig gerne leiden. Cool. Wird nur super schnell leer gehen. Okay, Augenbrauen werden fixiert und dann hole ich euch ein Stückchen näher ran und dann schauen wir uns mal die Lidschattenpalette an. Hier haben wir jetzt die Palette nochmal von NARS und da zeige ich euch hier mal alle Töne. Ich habe euch auf Instagram da auch einen Close-Up-Look und so zugemacht und so. Wir haben hier fantastische lila Töne drin, die ich euch jetzt auch mal geswatcht habe und wow. Mein Hintern muss raus, damit das Hintergrundlicht etwas verdeckt wird. Wir haben hier matte Töne drin, wir haben hier Schimmertöne drin, wir haben Duochrome-Töne drin und ich bin sehr gespannt, wie die auf dem Auge sein werden. Also erfahrungsgemäß sind die bei Beauty Bay Paletten einfach fantastisch und die Schimmertöne waren total cremig, auch die matten Töne haben sich schön swatchen lassen und ja, da machen wir mal einen schönen Look. Zuallererst werde ich mal hier so mein Lid setzen und dafür nehme ich den Ton Cotton. Der ist dafür prädestiniert, finde ich. Der ist so ganz leicht beige-mäßig und passt für mich optimal. Der ist nicht zu hell, nicht zu dunkel, passt ganz genau. Als nächstes nehme ich mir diesen Ton Lavender, wie der Name schon sagt, so ein ganz heller Lavendelton. Und den gebe ich mir komplett auf mein bewegliches Lid. Für meine Lidfalte verwende ich den Ton Lilac, das ist ja ein ganz heller lila Ton. Und Achtung, jetzt kommt ein Reim, der schafft so ein bisschen Dimension. Oh wow. Nach außen hin gebe ich mir den Ton Glove. Das ist ein ganz dunkler lila Ton. Und den nehme ich einfach, um hier so ein bisschen Tiefe zu schaffen
und ja, ne, dem Auge ein bisschen mehr Offenheit zu geben. An den Kanten verblende ich das hier oben noch ein bisschen mit dem Ton Soap und den Ton Glove. Setze ich mir genauso wie den Ton Lilac unten an meinen unteren Wimpernkranz. Also erst außen den dunklen Ton Glove und nach innen den Ton Lilac. Dann nehme ich mir den Ton Princess auf. Das ist so eine Art Duochrome, der aber super cremig ist. Und der kommt auf mein bewegliches Lid. Funktioniert ein bisschen besser mit dem Finger. Und in meinen Innenwinkel gebe ich mir jetzt den Ton Chandelier. Da habe ich direkt einen Ohrwurm. Das ist auch so ein Duochrome. Und auch der ist super cremig. Das ist echt der Wahnsinn in Tüten, Leute. Aber der hat es echt drauf. Kann man nicht anders sagen, ne? Der ist schon schön. Ich habe mir den jetzt auch ganz dezent als Augenbrauen-Highlight aufgegeben. Also schöne Palette. Schön, schön, schön. Bei Beauty Bay ist nicht teuer. Ich glaube, die kosten so um 20 Euro. Na, ich glaube sogar noch weniger. Weiß ich gerade nicht aus dem Kopf. Aber kann ich euch voll empfehlen. Ihr bekommt da eine gute Qualität. Die hauen immer mal wieder schöne Paletten raus, ne? In dieser 20-Pen-Geschichte. Da habe ich auch schon 3, glaube ich, von. Mega, mega, mega empfehlenswert. Einen halben Nervenzusammenbruch, neu schminken und so weiter, sind wir jetzt nun wieder hier. Der Eyeliner wollte heute einfach nicht so funktionieren, wie ich ihn gerne gehabt hätte. Egal, wir müssen jetzt mit dem Ergebnis leben. Ich habe schon einmal fast komplett mein Augen-Make-up wieder runternehmen müssen und es wieder neu machen dürfen. Yay! Ja, jetzt kommen wir zu einer Mascara, die auch neu im Catrice-Sortiment eingezogen ist. Und zwar die Pure Volume Mascara. Das ist diese hier und die soll parfümfrei sein. Bin ich mal sehr gespannt. Ist übrigens hier vom Deckel wie Charlotte Tilbury, ne? Nur mal so sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Okay, wir haben ein gedrehtes, kegelförmiges Kunstfaserbürstchen. Und das möchte jetzt auf den Wimpern ausgetestet werden. Riecht nach nichts. Also ein bisschen nach Mascara, aber sonst easy peasy. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Für mich ist die Mascara was. Ich mag die. Die macht schöne Wimpern, die macht auch ein tolles Ergebnis. Aber Achtung an alle, die nicht so gerne Fliegenbeine oder klumpige Wimpern mögen, denn das macht sie. Definitiv. Also das ist der Preis, den man dafür bezahlen muss, um halt, ja, krasse Wimpern zu bekommen, ne? Ich finde sie schön, ich finde sie gut. Die muss ich ein bisschen eingrooven, wie eigentlich alle Catrice-Mascaren, die ich bislang so getestet habe. Aber ich finde, dass sie jetzt auch so zum Look sehr schön passt, weil sie auch so intensiv ist. Ebenfalls aus dem Catrice neuen Sortiment habe ich den Better Than Fake Lips Volume Gloss und den habe ich hier in der Farbe 050 Plumping Pink. Ich kann mir vorstellen, dass die Farbe jetzt sehr gut auch zu diesem lila Look passen könnte. Der Gloss klebt nicht, fühlt sich angenehm tatsächlich auf den Lippen an. Ich habe jetzt kein Plumping-Gefühl oder so. Ich würde aber eher sagen, dass der ins Peachige geht und weniger in das Rosa, ne, irgendwie, ne? Oder in Pink, weiß ich nicht. Aber ja, das ist tatsächlich jetzt mein fertiger Look und kommen wir zum Fazit. Also, die Produkte aus dem neuen Catrice-Sortiment, das Augenbrauen-Produkt hat mir sehr gut gefallen. Döni finde ich okay, ne? Muss jetzt nicht unbedingt sein. Der Primer muss ich halt noch mit anderen Foundations ausprobieren. Der Highlighter hat mir gut gefallen. Also, das ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Die bei Beauty Bay Palette Love Notes, mega geil. Gönnt euch hart, schaut vorbei bei Beauty Bay. Die habe ich euch in der Infobox verlinkt. Und da findet ihr aber auch diese 20er Paletten. Super viele habe ich ja auch hier. Also, richtig gute Qualität. Das ist, da können sich, keine Ahnung, BH Cosmetics hinten anstellen. Da kann sich Liebe Cosmetics hinter anstellen. Mega, mega geile Qualität, das sage ich euch. Und ja, 1-2-3 würde ich jetzt nicht so als Empfehlung aussprechen. Ich muss die Produkte nochmal so ein bisschen einzeln ausprobieren, aber das ist jetzt irgendwie nichts dabei gewesen, was mich jetzt mega umgehauen hätte, wo ich sagen würde, Mensch, da lohnt es sich mega dafür in den Laden reinzugehen. Weiß ich nicht. Finde ich jetzt nicht so bombastisch, ne? Ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir und meinem First Impression
dies, das, Ananas, was auch immer Video. Und wenn euch mein Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!